Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem Februar-Taroskop. Februar 2024, schon sind wir im zweiten Monat des neuen Jahres. Schauen wir uns hier an, wie sich dein Monat gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig, ausschlaggebend, was jedoch aber auch eventuell ganz außer Acht zu lassen sein sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Dein Reading heute an einem wunderbar strahlenden Tag. Viel Sonne, auf dass die Sonne dieses Jahr, das ganze Jahr über, bei dir sein möge und die Sonnenstrahlen dich küssen mögen. Die Jungfrau im Februar. Sie sagen, es gestaltet sich schwierig. Du hast eine neue Situation, beziehungsweise du kommst in eine neue Situation, die sagen wir so, du warst auf diese schon vorbereitet, doch du hast sie dir anders vorgestellt. Sie sagen, du wirst eines Besseren belehrt. Im Lauf der Zeit wirst du erkennen, dass es besser ist als erwartet. Im Zwischenmenschlichen bist du hin und her gerissen zwischen Rückzug oder Vollgas. Sie sagen, Krankheiten werden überwunden. Es wird spicy. Viel Erotik. Viel Leidenschaft. Und die Worte aus deinem Mund ganz klar. Ein Lippenbekenntnis. Lala. Super. Liebe Jungfrau, wie gesagt, du beginnst etwas Neues oder das Neue ist schon da, doch spätestens im Februar wird es dir als Ausmaß vollkommen klar werden. Du bist hin und her gezogen zwischen Rückzug und Vollgas geben. Du möchtest mehr erfahren, du möchtest mehr wissen. Ganz egal, welche deine Situation ist, neues Wissen darf dir zuteil werden. Du hast das Gefühl, endlich, sei es im inneren Status, in einem Seinszustand, beziehungsweise im Außen in einer Situation, endlich angekommen zu sein. Es ist, als würdest du im Februar für dich endlich etwas ganz Bestimmtes verstehen, begreifen und greifen können, was für dich ein ewiges Rätsel war. Du wirst gegen Ende Februar eine Phase, gut möglich 3 Tage, des absoluten Rückzuges haben, in denen unsere Freunde da oben an dir ein bisschen herumbasteln, indem sie dir Erkenntnisse übermitteln, indem sie dich ein bisschen zur Ruhe zwingen. Sie möchten, dass du erkennst, nämlich ein ganz, ganz bestimmtes Tool, ein Talent, ein Skill, was dir innewohnt, über einen anderen Menschen. Dieser andere Mensch,
Du kannst ihn lieben oder verabscheuen. Du wirst wissen, um wen es sich handelt, ist dein Spiegelbild. Bezüglich einer ganz, ganz bestimmten Sache. Wahrscheinlich der Triggerpunkt. Und es geht darum, genau hinzuschauen. Dir selbst erlauben, genau hinzuschauen. Und das, was du dort erkennen wirst, grandios. Du bist auf der Spur, auf der Erfolgsspur, auf der Zielgeraden und keiner kann sich dir mehr in den Weg stellen. Wunderbar, liebe Jungfrau. Wir schauen uns die Hauptenergie an, die dich im Februar begleitet, die dir zur Verfügung steht. Zwei Karten. Hululu. Drei Karten. Wow. Ja, definitiv. Du versuchst im Februar deinen Willen, dein Wollen zu erreichen, durchzusetzen. Doch halt, stopp. Es geht um die Absicht dahinter. Ist es eine reine, klare, glasklare Absicht? Ist es eine mitfühlende Absicht? Ist es eine Absicht, die auch deine Mitmenschen bereichert? Oder ist sie rein aus dem Ego, auf das sie nur dir dienlich ist? Du wirst simsalabim umgekrempelt durch eine Erkenntnis, wie auf meiner Homepage steht, liebe Jungfrau, das Ich muss sterben, auf das ich das Sein entfalten kann. Das passiert mit dir im Februar und daraufhin bist du nicht mehr aufzuhalten. Du erkennst, wo du bis dato eventuell ein bisschen manipulativ warst, wo du vielleicht bis dato versucht hast, dich herumzuwinden und herumzuschlängeln. Aus Angst vielleicht. Ganz egal, welche Angst. Das darfst du erkennen. Die kleinen eigenen persönlichen Stolpersteine, die wir uns selbst immer in den Weg legen. Und daraufhin, bam. Gut möglich, dass du mit einem Wasserzeichen oder zwei Wasserzeichen verbunden bist, insbesondere einem Skorpion und einem Krebs. Gut möglich, dass du eine Reise planst, gut möglich, dass du Besuch bekommst. Aber die größte Aussage ist, du wirst im Februar urplötzlich eine innere Kraft verspüren, deine eigene Kraft, weil du den Mut hattest, genau hinzuschauen, ehrlich zu dir selbst zu sein und keiner kann dich mehr aufhalten. Du wirst vom Gejagten des Lebens zum Jäger des Lebens. Schauen wir uns das Tarot an. Auch gut möglich, dass sich jemand ein neues Fortbewegungsmittel kauft, anschafft. Es kann gut möglich sein, dass ein Campingbus ausschlaggebend wird für euch im Februar. Und abgestorbene Pflanzen. Pflanzen, die erst den Kopf hängen lassen, die Blätter verlieren und dann absterben. Du wirst dich vielleicht bei deiner Top-Pflanze im Wohnzimmer fragen, warum habe ich nicht versucht, sie zu retten? Auch das gut möglich, liebe Jungfrau, für dich ein, wie kann ich dir sagen, ein Anhaltspunkt zur Veränderung. Du möchtest antworten, du bekommst Antworten, du möchtest dem Licht entgegen nicht nur schreiten, sondern rennen. Du bist unstoppable, liebe Jungfrau. Auch setzt du dich damit auseinander, wie andere dich wahrnehmen. Jetzt Vorsicht, Obacht. Es geht nicht darum zu sagen, oh Gott,
Was werden die anderen von mir denken? Nein, das ist dir eigentlich ziemlich egal. Doch du achtest mal darauf, interviewst vielleicht deine Mitmenschen, wie sie dich wahrnehmen, was sie an dir wahrnehmen, wie sie dich sehen. Es ist, als würdest du, ja wirklich, durch eine bittersüße, ein bisschen grausame, weil so ehrlich, ureigene Transformation gehen. Chapeau. Kompliment. Das, was du so lange gesucht hast, ist jetzt da. Das Universum beschenkt dich mit einer glorreichen Idee. Spüre hinein, wäge ab. Du hast alle Zeit der Welt. Du brauchst nichts zu überstürzen. Doch du blickst in die Zukunft. Im Hier und Jetzt, im Februar, beginnt es, dass das, was du gesät hast in der Vergangenheit, dass das plötzlich da ist. Du schaust es dir genau an und sagst, wollte ich das wirklich? Die Suche nach Antworten beginnt. Und du wirst sie bekommen. Wir machen weiter im Extended, gehen mehr ins Detail, tiefer, es wird spiritueller. Und wir schauen, was hier noch so für Botschaften rauskommen für dich. Liebe Jungfrau, wir warten auf dich. Bis gleich. Ciao.